Formcheck beim Stocki Christian. Auf dem Programm steht das elendische Schwingfest zu Lopsigen. Richtig gut ist der Stocki Grigo heuer noch nie in ein Fest gestartet. Und auch heute warten die ganzen Härtenbrocken zum Anschwingen. Der Gast aus der Innerschweiz, der Grab Martin. Kurz abtasten und nachher geht der rote Turmer Ries beim ersten Zug vom Stocki zu Boden. Note 9,75. Heute den ersten Gang können gewinnen konnte, habe ich bis Anodato kennen das Jahr den ersten Gang gewonnen, so wie es mir ist. Und ja, es gibt ihm sicher ein bisschen Auftrieb. Ein Auftrieb, den er noch im zweiten Gang dreht. Er lässt dem Fankhauser André keine Chancen und lässt sich ein glattes Zähnchen schreiben. Der Stocki Grigo ist froh, dass endlich wieder über die Schwingen geredet wird und nicht mehr über die Affäre rund um die Busse wegen einem angeblichen Sponsoring-Auftrag. Ich hoffe es einmal, dass man da wieder nur über die Schwingen reden kann und nicht über die Sponsoren-Sachen. Weil ich denke, die ganze Sache tut dem Sport selber auch nicht so gut. Und ja, man merkt es auch, die Leute sind irgendwie so ein bisschen nervös irgendwie, eben, sprich Leserbriefe und so. Sicher eher ein negatives Schlagzeilen für den Schwingsport und nicht positiv. In einem guten Licht präsentiert sich dafür der Seeländer Spitzenschwinger. Auch im Sempach Stefan hat er im dritten Gang absolut keine Chance. Wieder eine Szene, die es gibt für den Notenplatz. An Festzeit zu denken ist nach 3 Gängen in der Mittagspause aber noch zu früh, meint der Stocki Grigo. Die nehmen es vor, wie es geht. Also Gang für Gang. Eben, Gegner können wir genau gleich noch, die muss man zuerst auch nehmen. Und eben, sagen, es wird dahin abgerechnet. Am Nachmittag wartet im vierten Gang einer der Mitfavoriten. Der Meiringer Glarner Matthias ist der erwartete schwierige Gegner für einen Seeländer. Er schwingt sehr defensiv. Der Grigo probiert, muss den Gang aber stellen. Besser macht er seinen fünften Gang im Regen. Er lässt seinem nächsten Gegner, dem Gerber Christian, absolut keine Chance. Eine Szene nach wenigen Sekunden. So kommt es zum Trollschlussgang aus Seeländer Sicht zwischen Gnägi Florian und eben dem Stocki Grigo. Das ausgerechnet am Seeländischen, wo auch für einen Stocki Grigo ging wieder ein Highlight ist. Ja, das Seeländische ist natürlich so ein bisschen speziell. Es kommen extrem viele Leute, die ihn kennen. Klar, auch sonst, aber hier kommen noch viel mehr Leute, die du selber auch persönlich kennst. Natürlich. Und, es ist sicher noch speziell, vor all diesen Leuten aufzutreten. Schwierige Ausgangslage vor dem Schlussgang. Einer der beiden Kollegen muss gewinnen, wie gestellt wird, erbe die Drittplatzierten. Lang geht nicht viel, der Gnägi Fleuru ist eher aktiver. Wo der Gang nur noch eine Minute geht, probieren beide nochmal mit einem besseren Ende für einen Stocki Grigo. Er gewinnt sein erstes Fest im 2010. Schon ein kleines Stein, das ihm vom Herzen geht. Eben, sprich von den Leuten her, die gegen geschnurrt wird und so. Wir denken, jetzt hat sich das, habe ich das ein bisschen wieder rufen und ja, hoffen, dass die Leute stehen gleich noch hinter mir. Das ist anzunehmen. Auch wenn er am Schluss auf Kosten von einem guten Freund und Clubkollegen hat gewonnen. Ja, eben, ist einfach blöd. Es ist blöd, wenn da einer muss ablegen muss. Oder, ja, blöd gesagt, Berndeutsch, einer muss ablegen, für das ein Seeländer zuvor ist. Ja, aber es ist halt jetzt so. Das gibt es immer im Zweikampf, denke ich. Aber wir werden sicher gegen noch gute Kollegen können bleiben. Der Stocki Grigo scheint also auf Kurs zu sein. Nächsten Sonntag ist schon der nächste grosse Test am Schwarzsee. Mit dem Stocki Grigo ist auch dort sicher zu rechnen.